So, hallo zurück auf der Garmsting. Ja, wir haben uns ja das letzte Mal kurz den Klaas hier wegen am Sound angeschaut. Ich lasse den jetzt mal selber wieder zurückfahren. Beziehungsweise, nee, das machen wir jetzt selber. Fahren wir den mal schnell zurück an den Hof, weil er aufgetankt werden muss. Ach, ist das schön hier in der Indoor-Perspektive, wenn es so leise ist. Ja, genau. Ich habe jetzt auch herausgefunden, an was es liegt, dass die Textur vom Farmer, der drinnen sitzt, nicht mehr angezeigt wird. Und zwar gibt es da wohl irgendein Problem in der XML-Datei, dass die Zuordnung von der Textur nicht da ist. Es wird dann auch ein Error geladen. Das werde ich jetzt, ja, nach dieser Aufnahmephase werde ich das mal ändern. Dass der wieder sauber läuft und fehlerfrei läuft, weil ich mag das nicht so gerne, wenn irgendwelche Mods dann Fehler schmeißen. Und auch hier eben möchte ich es nicht, dass der Mod dann Fehler schmeißt, weil mir gefällt das sehr gut. Aber nur eine saubere Lok ist eine schöne Lok, denke ich mir. Und deswegen werden wir das lösen. Ist jetzt kein Beinbruch oder keine Riesengeschichte. Von dem her sollte das eigentlich ziemlich gleich oder ziemlich schnell gelöst werden können. Hüppala. So, dann den mal auch auftanken. Ja, das letzte Mal haben wir ja Holz gemacht, haben jetzt auch ganz gut Geld dafür gekriegt. Und ich würde jetzt gerne dann, ups, das war die falsche Taste. Ich wollte eigentlich hier hin, beziehungsweise nee, hier will ich nicht hin, sondern wir gehen hier hin und schauen uns mal an, was wir denn so an Feldern nehmen könnten. Feld 11 wäre interessant, Feld 12 auch, weil es groß ist, und Feld 6. Interessant wäre vielleicht auch noch, ob wir sogar Feld 6 und 12 zusammenlegen könnten. Das wäre eigentlich mir schon fast am liebsten. Deswegen werden wir jetzt mal schnell schauen, was das Feld 12 kostet. Und gegebenenfalls dann gleich einkaufen. Aber ich setze jetzt derweil meinen Curseplay wieder ein. Sage hier Gerste abfahren. Der hat nämlich Weizen abgefahren, warum auch immer, beziehungsweise nee, wir fahren jetzt Weizen. Na, wo ist er? Hackschnitzel, Mistklee, Luzerne, Weizen, so. Abfahrer einstellen. Machen wir das Lager noch leer, da sind eh nur noch jetzt 30.000 oder was drin. Die machen wir noch leer und wir schnappen uns unseren Deutz. Genau, da wollte ich eh hin. Schnell den Arm hier ein bisschen runterfahren, dass wir den auch in die Halle reinbringen. Und dann parken wir erstmal unseren Holzanhänger hier. Den stelle ich derweil hier in die Halle rein. Und was wir auch noch machen, ist, dass wir gleich mal die Sämaschine dann mitnehmen. Weil eins von diesen beiden Feldern werde ich auf jeden Fall kaufen. Und dementsprechend dann auch gleich säen. Dass wir eventuell beim nächsten Mal dreschen, dann gleich beide Felder zusammen dreschen können. So, Curseplay ist wieder auf dem Weg. Das läuft, das freut mich. Und nachdem wir haben ja eh das letzte Mal Weizen gesät, das passt dann eh, wenn jetzt das Lager leer ist mit Weizen, dann passt es ganz gut, dass wir eine neue Runde Weizen dann auflegen. So, Kühe sind auch noch gut versorgt, sie haben immer noch knapp 30.000 Liter Mischration drin. Also da müssen wir jetzt erstmal auch nichts machen. Wir können uns wirklich jetzt um die Feldarbeit kümmern. Und
dementsprechend dann hier ansäen. So, wie komme ich jetzt zu Feld 6 am besten? Komme ich hier durch? Nein. Hier komme ich nicht zu Feld 6. Dann fahren wir mal hier rein. Da geht ein Feldweg hinter. Ja, die könnten wir auf jeden Fall zusammenlegen. Müssen wir zwar die Bäume dann entfernen, aber dann können wir das Ganze zusammenlegen. So, jetzt schauen wir mal, was kostet das denn? 2000 Euro, das nehmen wir doch gleich. Ist fast ein bisschen wenig, oder? Jetzt schauen wir mal schnell, was das Feld 12 hier kostet. Ich sprint da mal schnell rüber. So, und ja. Ah, 75.000, okay. Also 1,6 Hektar sind dann doch dementsprechend teuer. Oder, ja, kosten ihr Geld. Aber. So, sehr schön. Wir haben zwei neue Felder. Ich fahre jetzt mal ganz hinter hier. Ja, jetzt habe ich es wieder vergessen. Eigentlich müssten wir zuerst düngen. Das heißt, ich komme aber da nicht zum Hof runter. Gut, dann hängen wir hier nochmal schnell ab. Holen mal wieder unseren Dünger. Und das ist... Bitte verzeiht mir, ich denke da immer nicht dran, dass ich ja erst eigentlich düngen muss, nachdem ich ja nur Kalk habe. Vielleicht hole ich mir auch eine Feldspritze jetzt dann irgendwann, damit ich das im Nachhinein nochmal düngen kann und nicht die Kalktextur habe. Das ärgert mich jetzt doch immer wieder, dass ich da nicht dran denke. So. Ja, Mist müssen wir irgendwo ausmisten. Ach nee, jetzt hänge ich da auch fest, oder? Hm, komm. Hm, cool. Zu viel Gas. Ja, ihr merkt schon, mit den Kollisionen komme ich noch nicht so ganz klar hier. Aber auch das werden wir irgendwann hoffentlich in den Griff bekommen. Vielleicht funktioniert es in der Innenperspektive besser. Ich hoffe es. Ja, wenigstens dauert es hier mit dem Feld 12 und 6 nicht so lang, dass wir da den Dünger holen. Wieder mal falsch eingelenkt. So, jetzt aber gut. Ja, füllen wir gleich nochmal auf. Nicht mal, dass wir dann hier am Feld stehen und kein Kalk mehr drin haben. Das wäre blöd. So. Ja, als nächstes wird dann wohl mal ein Häcksler anstehen und auch die Maissaat wird dann, oder die Maissäetechnik wird dann noch Einzug halten. Um dann eben auch mit der BGA zu beginnen. Ich überlege aktuell noch, ob ich mir die Komplex-BGA mit reinnehme, den Mod. Also quasi die etwas umfangreichere BGA-Geschichte. Das überlege ich aktuell noch, weil ansonsten ist es halt eigentlich echt fad mit der BGA. Es ist halt eine reine Gelddruckmaschine. Und so mit der Komplex-BGA kriegt man zwar immer noch viel Geld, aber es ist doch ja nicht ganz so einfach Geld zu verdienen damit. Also, oder was heißt, es ist immer noch relativ einfach, aber man muss sich doch mehr drum kümmern als ohne. Und ich glaube fast, dass ich mir die mit reinnehme. Hin. Ja, mal wieder unser Vorgewende machen, dass wir da nicht überall immer umdrehen müssen. Ach, schade. Jetzt geht es sich hier ganz knapp nicht aus. Oh,
Aber dann fahren wir das Feld mal ohne GPS. Ich weiß noch gar nicht, ob die Strommasten jetzt hier auch eine Kollision gekriegt haben. Ansonsten wird das ziemlich lustig beim Ernten, weil wir dann doch immer wieder dem Helfer helfen müssen. Ich fahre jetzt gleich das Feld 6 mit ab. Dann haben wir hier eine durchgehende Geschichte. Und ich brauche jetzt nicht hier 100 Mal hin und her rangieren. Ja, da wird es auf jeden Fall lustig mit dem Masten hier, der da mittendrin steht. Ja, aber das macht eben genau die Karte aus, dass man eben nicht immer alles mit Helfer machen kann und beziehungsweise dann halt der Helfer so an seine Grenzen stößt, auch mit Curseplay. Wenn was mitten im Feld drinnen steht, wird es echt schwierig mit Curseplay, weil der einfach solche Sachen dann nicht erkennt oder auch nicht so damit umgehen kann. Aber ja, eben genau durch solche Karten habe ich jetzt eigentlich auch mehr die Lust drauf gekriegt, dass ich wieder vieles selber mache. Ich habe zeitweise mal ganz, ganz viel nur von Helfern machen lassen. Dann wurde mir das Spiel zu langweilig im Umkehrschluss. Und ja, mittlerweile bin ich jetzt echt wieder mehr und mehr auf dem Punkt, dass ich vieles wieder selber mache. Und ja, jetzt macht mir auch LS wieder mehr Spaß als früher, eigentlich, muss ich schon fast sagen. Mittlerweile bin ich auch so weit, dass ich Feldränder wirklich auch eher rund mir erstelle, wenn ich irgendwie Felder größer mache oder was. Also gar nicht in irgendeiner Form auf dem Helfer angepasst, sondern wirklich so, dass es eher rund ist, dass man, ja, dass man genau an den Stellen eben mit dem Helfer nicht weiterkommt. Vielleicht ist das auch so ein Erzwingen, dass ich mehr selber mache und nicht mit Helfern. Ich weiß es nicht, so indirekte Geschichte, dass ich es mir da die Arbeit dann aufheiße. Aber ja, seitdem macht es mir echt wieder mehr Spaß. Und ja, es gehört halt einfach auch dazu. Weil, wie gesagt, mit GPS und allem ist es natürlich sowieso, hat man ja seine Helferchen. So ist es ja nicht. Mir macht es damit echt auch riesig Spaß, das Ganze zu spielen. In dem Punkt bin ich jetzt auch nicht so der Realitätsverfechter, weil jetzt, wie hier mit dem kleinen, etwas älteren Deutz, gehe ich mal nicht davon aus, dass da schon GPS integriert war. Aber so genau nehme ich das Spiel jetzt auch nicht. Also, ich glaube, da muss man immer differenzieren, auch wie viel Spielspaß man dann mit den jeweiligen Veränderungen haben möchte und ja, wie viel Realitätseinbußen man damit eingeht. Für mich ist es auf jeden Fall so eine gute Mischung aus dem Ganzen. So, fertig. Stellen wir den schnell hier bloß am Rand hin und dann fangen wir noch das Säen an. So, den stellen wir hier mal ab dabei. Dann fangen wir auch schon das Säen an. Beziehungsweise wir fangen das Säen in der nächsten Folge an. Ich sehe gerade, dass wir schon wieder die 15 Minuten erreicht haben. Ich bedanke mich auf dem Weg fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn er natürlich morgen wieder zuschaut.
Dann werden wir hier säen, auch Weizen wie auf dem anderen Feld. Und ja, bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao, ciao.